Ja, jetzt wird es hier bei eigentlich in der Future Zone ein bisschen historisch. Wir haben hier nämlich die Schickhardt'sche Rechenmaschine von 1623, wenn ich mich nicht irre. Sie ist nachgebaut, aber wie ich höre, komplett zu 100% funktionstechnisch tüchtig. Und deshalb bitte ich jetzt Jürgen Weigert auf die Bühne, um uns das zu präsentieren. Jawohl, danke schön. Ja. Ja, ich muss eigentlich gar nicht so viel sagen, ich will viel mehr zeigen. Also das wichtigste Exponat steht schon hier, das ist die Maschine selber, die existiert schon als Nachbau. Ja, mein Name ist Jürgen Weigert, ich komme vom FabLab Nürnberg und ich mache die Zeichenkurse mit Inkscape, 2D-Holzkonstruktionen, bin ich also so fit drin im Konstruieren und irgendwann kam mir mal diese Maschine über den Weg gelaufen. Da möchte ich Ihnen die Geschichte davon erzählen. Die Maschine ist nicht meine Erfindung, die Maschine hat dieser nette Herr erfunden, der lebte in der Renaissancezeit, zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges, genauer gesagt. Und ja, wenn man fragt, was sind die bekannten Rechenmaschinen, kann man die Historienforscher fragen, im Museum kennt man sich aus. Meistens kommt da die Antwort, wenn man Deutschen fragt, das war Leibniz, ganz klar, der hat den Computer erfunden. Wenn man Franzosen fragt, kommt eher die Antwort Blaise Pascal. Und das ist alles nicht so falsch, denn von den beiden stammen die ersten Rechenmaschinen, die wir heute noch bewundern können. Er war 20 Jahre vor Pascal und seine Maschinen sind leider verloren gegangen. Deswegen haben wir da nicht viel. Was wir haben, Überlieferungen, sind seine Briefe, die er geschrieben hat. Das sind so die Zeichnungen, die er machen konnte. Also Albrecht Dürer, 100 Jahre früher, konnte ein bisschen besser zeichnen als er. Er war dafür Theologieprofessor und hat einen Lehrstuhl für Hebräisch gehabt. Also man muss ihn ein bisschen entschuldigen, wenn er nicht so toll malen kann. Aber er hat geniale Maschinen erfunden. Das sind so die Briefe, die er geschrieben hat. Für Graphologen ein gefundenes Fressen. Da kann man sich mal dran austoben. Man kann ganz viel, also ich sehe hier so Ziffern und 5 oder sowas, aber ist schwer, ist echt schwer, was er damals geschrieben hat. Und die Konstruktionspläne sind nicht besonders genau, die wir da hatten. Wir haben das allerdings einem etwas jüngeren Menschen zu verdanken, dem Herrn Professor Löringhoff aus Tübingen. Der hat in den 60er Jahren dieses Jahrhunderts das geschafft, diese ganze lückenhafte Überlieferung wieder zusammen zu puzzeln, mit Hilfe von vielen anderen, die ich jetzt nicht nennen kann. Und das hier ist ein Foto bei einem Festkolloquium zu Ehren von Konrad Zuse, wo er diese Maschine, die er zuerst da gebaut hat in den 60er Jahren, mal vorführen konnte. Das war der große Durchbruch, die Maschine wieder zusammenzubauen, funktionsfähig zu machen. Allerdings hat er natürlich alles genutzt, was er damals konnte. Also Messingzahnräder, vermutlich gekauft, Achsen aus Metall, Kugellager, Schrauben, alles, was die Technik bietet, um das Ding wieder zusammenzubauen. Das ist soweit ganz schön, aber jetzt ist die Maschine aus den 60er Jahren heute auch schon 60, 70 Jahre alt und steht im Museum. Sehr oft so, ja, solche ähnlich, das sind diese Varianten, da gibt es 4, 5 Stück in Deutschland ungefähr, die in den Museen stehen. Vielleicht ein paar mehr, ich weiß es nicht genau. In München steht, glaube ich, auch eine, vermutlich in der Vitrine und auch mit dem Schild anfassen verboten. Und das war für mich die Motivation. Ich war in Kiel ganz zufällig, wo auch ein schönes Konrad-Zuse-Museum ist. Da sieht man das auch sehr deutlich. Steht halt in der Mitte, berühren verboten dran. Den Rest vom Raum habe ich nicht fotografiert. Das ist ein sehr schönes, kindgerechtes Museum mit Arbeitstischen, mit kleinen Hockern dran, wo wirklich die Jugendlichen lernen können, was ist Mathematik, boolesche Algebra, addieren, bisschen Elektrotechnik zusammenstecken. Aber multiplizieren, das darf man nicht. Und das ist das Wesentliche, was diese Maschine ausmacht. Die Maschine kann alle 4 Grundrechenarten. Das heißt, da gehört auch das Multiplizieren dazu. Und wie man sieht, das sind große Ziffernblöcke, also bis 6-stellige Zahlen kann diese Maschine rechnen. Damit kann man schon sagen, das ist so der erste Vorläufer eines Computers, wie wir sie heute kennen. Es ist noch so ein Halbautomat, ich bleibe nochmal auf der Folie, es ist so ein Halbautomat, man kann nicht einfach Zahlen eingeben und die Maschine rechnet, sondern die Maschine hilft einem beim Rechnen und man muss das alles noch ein bisschen von Hand mitmachen. Also alle Bewegungen, die da passieren, muss ich selber von Hand auslösen. Ist aber ein schönes, einfaches Verfahren. Die nächste Folie, was wir gerade schon gehabt haben, zeigt jetzt, was ich daraus gemacht habe. Die Nachbauten, die in den Museen stehen, sind ja ganz nett, aber ich hätte es gerne wieder zum Anfassen. Zum auch Nachbauen, dass es jemand anders nachbauen kann. Das ist so meine erste Konstruktion gewesen, wie so ein Rahmen ausschaut, wo man diese Walzen einhängen kann. Das sind oben die Zahlenwalzen, Zahnräder. Es geht. Man kann alle Teile, die man braucht, kann man aus Holz herstellen.
diese Sachen sind jetzt nicht von Hand geschnitzt, das wäre ein bisschen aufwendig, das ist alles aus dem Lasercutter. Das heißt, wir haben es geschafft, jetzt das so weit runterzubrechen, dass die historische Maschine wieder da ist und der Aufwand, sie zu haben, ist, man finde einen Lasercutter, also das nächste FabLab hier irgendwo, und man kaufe Birkensperrholz 3 mm. Ungefähr ein Quadratmeter braucht man dafür. Und Zeit. Genau. Ich habe hier meine schöne Zahnstocherpassung aufeinander gesteckt, ein paar Sachen sind noch geklebt und das ist dann alles. Etwas Holzleim, Birkensperrholz und an den richtigen Stellen ein kleines bisschen Kerzenwachs. Dann kommt eine Maschine raus, die tatsächlich funktioniert. Die Maschine besteht aus drei Grundkomponenten, um mal die Funktion zu erklären. Wir haben hier im oberen Bereich haben wir so Schaufensterchen. Das sind Tabellen dahinter, Multiplikationstabellen. Im mittleren Bereich ist ein Addierwerk, das wirklich korrekt addieren kann. Und zwar wirklich mit Zehnerübertrag. Ich muss nichts denken bei der Arbeit. Und im unteren Bereich habe ich einfach noch so ein kleines Eingabeteil für eine zweite Zahl zum Speichern. Ist gar nicht mit dem Rest der Maschine verbunden. Genau, hier steht das Grundprinzip der Addition, wie man das machen soll. Also ist sehr leicht. Ich habe mir das noch ein bisschen einfacher gemacht. Im Original muss man hier an diesen Rädern drehen und dann kann man da Zahlen einkurbeln. Das heißt, wenn ich jetzt eine 12 einkurbeln möchte, dann drehe ich hier zweimal an dem Rad einmal. Wenn ich jetzt eine 29 einkurbeln will, dann muss ich hier 9-mal drehen. Das ist schon, muss ich mitzählen, dass ich nichts falsch mache. War mir ein bisschen zu blöd, dass ich mitzählen muss bei der Arbeit. Schöner ist es, wenn ich da einen Anschlag drin habe, dass ich besser mitzählen kann. Jetzt hat sie sich schon verklemmt, sehen Sie? So schnell geht's. Genau. Ich habe mir das so gemacht, moderne Adaption, Telefonwählscheibe. Das heißt, ich greife mit einem Stäbchen in ein Loch rein und würde dann sagen, diese 2, klick, klick, bis zum Anschlag. Diese 1, bis zum Anschlag. Das Addieren, ich führe es gleich mal vor. Ich schalte nur noch eine Folie weiter. Da sieht man noch das nächste Wichtige, wie die Multiplikation funktioniert. Das zeige ich Ihnen jetzt auf der Folie zuerst. Und dann führen wir es mal kurz vor, dass Sie sehen, wie die Maschine wirklich arbeitet. Da funktioniert das also so, dass ich eine Zahl hier oben im Räderwerk drehen, einstellen muss, die zweite Zahl hier unten im Speicher. Und dann werden Schieberchen auf und zu gemacht, hier oben. Und in den Schieberchen kann man erkennen, das sind kleine Zahlen drin. Die lese ich ab und übertrage sie nach unten ins Addierwerk. Und das Schöne an diesem Addierwerk ist, alles, was ich dort übertrage, wird automatisch aufaddiert. Das heißt, sobald ich mit Übertragen fertig bin, kann ich da das Endergebnis ablesen. Ich muss nichts mehr tun. Also nur einstellen, Schieberchen auf und zu machen, Zahlen übertragen, ablesen. Das ist die Funktionsweise. Genau, das sind die Tricks, die wir da haben. Über Division redet man nicht, macht keinen Spaß. Muss man viel mitdenken, was man da richtig, was man falsch machen kann. Ist verwirrend. Ist heute immer noch so, schriftliche Division will keiner gerne machen. Es geht, steht in der Anleitung drin jetzt, wie man es machen kann, aber ich tue es nicht sehr gerne. Genau. Das wäre so meine klassische Schlussfolie. Da können Sie sehen, wo die Maschine ist. Sie ist komplett öffentlich. Sie ist auf GitHub. Ich habe auf den Link auf Thingiverse gemacht. Und die wichtigste Befehlsform da unten, anfassen, ausdrücklich erwünscht. Mein Plan wäre, wenn das ein Schullehrer in der Schule zum Beispiel als Praxisseminar wieder anbieten möchte für MINT-Klassen, dann kann er ins FabLab kommen, lasern wir das mal, 2 Wochen später bauen wir das mal, 2 Wochen später bauen wir es fertig, 3 Wochen später nehmen wir es in Betrieb, dann ist das Praxisseminar rum und die Schule hat ihre eigene Rechenmaschine. Vielleicht kann der Mathelehrer damit was anfangen, vielleicht kann der Geschichtslehrer damit was anfangen. Das wäre so eine Idee. Und das andere natürlich, das Ding muss jetzt an die Museen. Das ist zum Anfassen gedacht, ne? Nichts mit Glasvitrinen. Also, nehmen wir es mal in Betrieb, die Maschine. Ich habe da mal eine Vergrößerung vorbereitet. Das sollten wir jetzt auf der Wand ein bisschen mehr sehen können, dass Sie die Maschine in groß schön sehen können. Hier steht eine kleine Webcam, die Ihnen das zeigt, was da passiert. Und ja, was können wir sehen? Hier oben kann man Zahlen eintragen, hier unten kann man Zahlen eintragen und in der Mitte wird dann das Ergebnis zum Ablesen sein. Nehmen wir mal ein paar dreistellige Zahlen. Wenn es schneller geht, machen wir dreistellig. Erstmal die Maschine wieder auf 0 setzen. Hier haben wir unsere 12 von vorhin noch drin. Will mir jemand Zahlen vorgeben? Ich nehme gerne auch Zahlen aus dem Publikum. Ansonsten drehe ich einfach so blind irgendwas.
damit sie mir glauben, die Maschine macht nicht nur die eine Rechnung, die ich jetzt mir ausgedacht habe, sondern einfach irgendwas anderes. Was haben wir jetzt hier stehen? Ich habe hier oben 876 stehen und ich habe hier unten die 27 stehen. Sollen wir was Dreistelliges machen? Kann ich auch. Wenn es die Zeit erlaubt. Mal schauen. Ja, wir haben genug Zeit. Wir machen da was Dreistelliges draus. Machen wir 437 mal 876. Das wäre so die Multiplikationsaufgabe. Die macht man nicht mehr gerne im Kopf. Aber die Maschine macht das recht interessant. Genau. Eine Sache kann ich Ihnen vorab zeigen. Addition erstmal. Multiplikation haben wir jetzt vorbereitet. Das Addierwerk läuft komplett unabhängig. Sie sehen hier, wenn Sie hier an die Wand schauen, da steht überall noch 0, 0, 0 in den Kästchen drin. Ich drehe jetzt mal bis in der 10er Stelle bis zur 9. Und dann drehe ich. Ah, die 9 sieht fast aus wie ein 0 bei Ihnen. Muss ich noch ein bisschen höher stellen. So, kann man da was erkennen jetzt? Ist immer ein bisschen klein, ne? Jetzt habe ich eine 90 eingegeben auf der Maschine. Und wo ist mein Zeigestöckchen geblieben? Da hinten ist er. Brauche ich nachher noch. Und wenn ich jetzt auf der einer Stelle auch noch weiter drehe, es schaukelt schon immer ein bisschen, weil die Plattfedern da hinten reagieren. Aber jetzt sehen Sie, steht da 99. Und jetzt drehe ich noch eins weiter, dann macht die Maschine die automatische 100. Das ist der Trick im Addierwerk. Ich muss nicht nachdenken. Egal, was da schon steht, ich drehe ein bisschen mehr, die Addition funktioniert. Das Gleiche funktioniert rückwärts natürlich auch. Ich kann aus der 100 auch wieder 99 machen, rückwärts drehen und dann kommt da die 88 und so weiter, dann kommen die 70er-Zahlen. Also vorwärts und rückwärts, Addierwerk läuft. Das ist eine Basisfunktion, die wichtig ist. Hat mich eine ganze Reihe Tüftelei gekostet, bis das funktioniert. Besonders in Holzzahnrädern, wo ein bisschen mehr Toleranzen drin haben. So, ich null das Addierwerk wieder, indem ich einfach rückwärts drehe, bis wieder 0 übersteht. Und also ich könnte auch die Multiplikation so ausführen, dann hätten wir halt auf die Zahl, die da drin steht, drauf addiert das Multiplikationsergebnis. Dann haben wir gleich zwei Schritte auf einmal. Geht genauso. So, die Anweisung lautet jetzt, wie arbeitet die Multiplikation, ohne dass ich selber multiplizieren muss? Ich nehme die Zahl unten in der Ecke, das ist jetzt hier eine 7, deswegen mache ich den Schieber von der 7 auf. Das ist an der Wand ein bisschen zu klein zu lesen. Ich sehe natürlich jetzt in der Spalte von der 6 und die Zeile von der 7 sehe ich natürlich eine 42 stehen, weil hier sind Multiplikationstabellen hinterlegt. Das ist für mich die Rechenanweisung. Ich übertrage die 2, die hier steht, in das Rädchen hier vorne, 1, 2, und ich übertrage die 4, die da steht, in das Rädchen daneben. Damit habe ich die 42 einfach nur übertragen. Das Gleiche mache ich mit dem Fensterchen daneben. Da steht jetzt eine 49, weil es 7 mal 7 ist. Also muss ich ganz weit rumgreifen und hier die 9 rausholen. Einmal eintragen und die 4 daneben in das Rädchen daneben eintragen. So. Dann in der dritten Stelle sehe ich eine 56 im Fensterchen stehen. Das heißt, im Rad drunter die 5. Und die 6. Habe ich das richtig gemacht? Und im Fenster daneben die 5. Jetzt bin ich nicht sicher, ob ich die 6 gedrückt habe und die 5 gesagt habe oder ob ich wirklich die... Wahrscheinlich sind wir zum 1 daneben an der Stelle. Also, das heißt, ich habe jetzt diese 7 rein multipliziert in die Zahl da oben. Und das Ergebnis steht hier schon, 6232. Ich hoffe, dass es stimmt. Damit wäre die 7 abgearbeitet. Die nächste Ziffer, ich gehe dann jetzt eins weiter hier unten in unserem Speicherfeld, das ist eine 3, die da steht. Das heißt, ich mache den Schieber von der 3 auf. Und dann kommt das gleiche Spiel wieder. Da steht jetzt eine 18, eine 8 und eine 1 zusammen. Aber weil es die 10er-Stelle ist, muss ich jetzt, und das ist so ein bisschen eine Falle bei der Maschine, alles, was ich lese, um eine Stelle versetzt eintragen. Das heißt, die 8, die geht hierher. Und die 1 geht daneben. In der nächsten Stelle sehe ich eine 21. Da habe ich also eine 1, die hierher geht. Und eine 2, die dann noch eins weitergeht.
In dem dritten Fenster sehe ich eine 24, also eine 4, die in dieses Rad muss. Und eine 2, die dann noch eins weitergeht. Damit habe ich die 3 als Zehnerstelle eingebaut. Das heißt, ich habe jetzt mit 37 multipliziert und hätte mein Ergebnis. Als nächstes nehmen wir die 100er-Stelle, die wir hier haben. Das ist eine 4. Machen wir den Schieber von der 4 auf. Und jetzt müssen wir natürlich um 2 Stellen seitlich versetzen. Logisch. Das heißt, ich beginne mit der 24 hier auf diesem Rad. Eine 4, eine 2. Na, will nicht. Die hat jetzt schon ein paar Tage Messedienst hinter sich, die Maschine. Und eine Stelle weiter, eine 8. 100er heißt 2 rüber. Die 8 für eine 28. Machen wir da noch 2 rein. Und daneben ist die 32. Das heißt, um 2 Stellen rüber eine 2. Und ganz vorne noch eine 3. So, jetzt haben wir die 100er Stelle drin. Und ja, Tausender haben wir keine gehabt. Das heißt, die Rechnung ist fertig. Ich kann meine Schieberchen wieder zumachen. Und jetzt kommt der Beweis, ob ich es vorhin falsch gemacht oder richtig. Sie können gerne mal Taschenrechner zücken und nachkontrollieren. Wir haben gerechnet 876 mal 437. Und als Ergebnis lese ich ab 382.012. Ich schätze mal, die vierte Stelle ist falsch. Wäre so meine Schätzung, dass die falsch wäre. Stimmt's? 382.000 lese ich da hinten und 812. Ah, okay, dann war die dritte Stelle, da habe ich mich verkurbelt. Okay, das war dann mein Fehler. Alles klar. Genau. Jo, das ist der Schnelldurchlauf dieser Maschine gewesen. Damit habe ich mal eine Rechenaufgabe gezeigt. Wie gesagt, die wichtigste Folie war die vorhin schon. Ich möchte die Maschine wieder zum Anfassen, zum Nachbauen anbieten. Ich möchte, dass das möglichst viele Leute sich zutrauen. Vorhin, wie ich sie angefasst habe, ist ja auch schon gleich ein Rad abgegangen. Die sind bloß gesteckt, da gehört vielleicht ein bisschen Kleber drauf. Das ist jetzt eigentlich auch so gedacht. Ich möchte sehen, was passiert, wenn die Maschine unbetreut am Messestand steht und Kinder dran rumfingern. Ist jetzt die dritte Messe, die sie auf die Art überlebt hat. Ich merke jetzt schon, dass es manchmal ein bisschen hakelig wird im Getriebe. Ich habe auch schon gerade gesehen, hier unten kommt eine Achse raus, die schiebt sich nach vorne. Das heißt, irgendwo ist hinten eine Befestigung nicht mehr ganz. Das sind jetzt die Kleinigkeiten, die ich lernen möchte. Dazu ist wichtig zu sagen, Sie haben es vorhin schon auf der Folie gesehen, ich habe das Ganze online, hier steht die URL auf dem Schild drauf und Nachbau gerne erwünscht, Fragen dazu gerne erwünscht, das ist jetzt auf GitHub, das heißt, da kann man auch sehr schön Kommentare drunter setzen und ein bisschen mitdiskutieren und vielleicht ein bisschen weiter mitentwickeln. So, für die Technikfreaks noch ein ganz wichtiges Bild. Wie funktioniert denn das Ganze? Soll ich es mal umdrehen? Also, man sieht da hinten ganz viele Walzen innen drin. Das hier oben sind wirklich drehbare Walzen. Das sind so die, auch aus der gleichen Zeit stammende Idee, die sind die Nepherschen Rechenstäbchen. Das war ein schottischer Mathematiker, der 10 Jahre vorher die Idee hatte, ich schreibe das kleine Einmaleins so auf Holzstäbchen auf und bringe die in die Reihenfolge. Schickert hat die Holzstäbchen nebeneinander auf eine Trommel geklebt, damit man die schön drehen kann. Mal ein bisschen tiefer rein. So, schauen wir von unten rein, was wir da so Schönes sehen. Kann man ganz gut erkennen, denke ich. Kann man ganz gut sehen, was da drin ist. Da sind Zahnräder drin, da ist Mechanik versteckt, da sind Achsen drin. Alles aus Holz geschnitten natürlich und mit der entsprechenden Mechanik. Das heißt, der Nachbau ist gar nicht so schlimm. Es ist wirklich nur ein Puzzle aus 500 Teilen, was man zusammenstecken und zusammenkleben muss. Das ist die ganze Idee dabei. Also es ist natürlich anspruchsvoll, das irgendwie im Museum zu betreiben und zu sagen, es geht nicht kaputt. Das passiert nicht. Es wird kaputt gehen, klar. Aber wenn man so die Connection hat, dass es vielleicht in der gleichen Stadt ein FabLab gibt, dann haben die vielleicht eine Möglichkeit, mal eben Ersatzteil Nummer 37 schnell auszulasern, vorbeizubringen und dann baut man es wieder ein. Weil das wäre dann sehr schneller, sehr schöner Zyklus, um ein bisschen zu zeigen, wie bringt man so eine historische Maschine in die Neuzeit.
weiß nicht, ob ich es schaffe, jetzt mal dran zu drehen, dass Sie sehen, wie das Räderwerk sich bewegt. Ja, man sieht es auf der Kamera nicht besonders schön. Also, Sie dürfen gerne da mal vorkommen, mal anschauen, dann zeige ich es nochmal besser. Dann zeige ich es nochmal schöner. Ansonsten steht die Maschine bei uns oben am Stand wieder. Das ist FabLab Nürnberg, ganz hinten auf der Bühne. Da sind wir oben am Stand. Jawohl. Das wäre soweit meine Präsentation. Herzlichen Dank erstmal. Und dann stehe ich natürlich gerne für Fragen zur Verfügung. Der Herr Schickhardt. Schickhardt, Wilhelm Schickhardt, ja. Der hat die tatsächlich gebaut damals. Der hat eine fertig gebaut, das ist aus den Briefen zu ersehen. Er hatte Korrespondenz mit Johannes Kepler und hat dem Kepler eine zweite Maschine versprochen. Wir wissen nicht, ob die zweite Maschine fertiggestellt wurde, jemals auf die Reise gegangen ist oder nicht. Da kam der Krieg dazwischen. Ah ja, und er hat wahrscheinlich seine Pläne auch nicht verbreitet groß. Ich zeige Ihnen gerne mal, ja, Sie haben es vorhin schon an der Wand gesehen, wie die Pläne aussehen. Ja, ja, natürlich, unleserlich. Es gibt die Briefe, die er an den Kepler geschrieben hat. Das hat hier der Loringhoff sehr schön zusammengefasst in seinem Büchlein drin. Sie können gerne mal reinblättern in das Büchlein. Das ist nicht viel, was da überliefert ist. Also sehr viel Rätselraten. Er spricht zum Beispiel, wenn man es versucht zu entziffern, die Schrift spricht er von 10 Zahnrädern, 10 gleichmäßigen Zahnrädern und 6 verstümmelten Zahnrädern. Jetzt müssen wir natürlich rätselraten, was heißt verstümmelt. Also wir sehen eine Möglichkeit, dass ein 10-Zähne-Zahnrad nur einen einzelnen Zahn hat und 9 fehlen. Das braucht man für den Zehnerübertrag. Wir haben aber auch in Nachbauten gesehen, da wo der ein Zahn eingreift, da muss er auch ganz schnell wieder frei werden, dass das Zahnrad danach sich frei drehen kann. Ich mache so einen Winkel von 1/10 Drehung und davor muss es frei sein, dahinter muss es frei sein, aber dazwischen einmal mitnehmen. Also auch das Rad, wo der Einzelzahn eingreift, muss man die Zähne am Durchmesser kürzen, damit das funktioniert. Ja, geben Sie es gerne mal rum, das Heftchen, gerne. Es sollte nur wieder zu mir zurückkommen, ich habe nur ein Exemplar leider. Ist irgendwie überliefert, welche Materialien damals verwendet worden sind? Weil so einen Lasercutter hatten die bestimmt damals nicht. Nee, Lasercutter hat er nicht gehabt. Es ist wohl der Korpus ziemlich viel aus Holz gebaut worden, was er damals hatte. Und die Zahnräder sind vermutlich in Messing geschnitten worden. Denn in einem der Briefe ist eine Beschimpfung enthalten auf seinen Mechaniker, der wohl unfähig war, mit der Säge und mit der Feile Zahnräder zu fertigen, die auch funktionieren, die auch arbeiten. Das Wort, was er da verwendet, ist, die Zahnräder sind unfleißig. So steht es in dem alten Deutsch dort geschrieben. Also das vermuten wir mal, dass das aus Metall von Hand geschnitten wurde. Ich würde schätzen, Messing eignet sich dazu am besten. Ja, weitere Fragen? Ich werde jetzt diesen zweiten Prototyp, den ich gerade in Planung habe, ich habe die Zeichnungen von dem hier verbessert, den zweiten Prototyp werde ich fertig bauen und danach werde ich Baukurse anbieten. Das heißt, wer sich bei mir melden möchte, kann zumindest in FabLab Nürnberg auf jeden Fall, ich komme auch gerne nach München oder an andere Orte, können wir da mal gemeinsam Maschinen bauen. Ich gehe damit gerne an die Schulen, wie gesagt, um dieses Gerät wieder zum Leben zu erwecken. Vielleicht kann es dann doch trotz der betagten Jahre und der etwas unhandlichen Form als Taschenrechner, es ist halt nur für ganz große Taschen geeignet, vielleicht kann es dann noch einen didaktischen Zweck erfüllen. Das wäre so ein bisschen die Idee dabei, dass man sagt, ja, die Maschine kommt wieder ins Leben, die Maschine ist wieder benutzbar. Ja, soweit. Da ist noch eine Frage da hinten. Bekommt die Dame bitte noch schnell ein Mikrofon? Ich habe noch eine Frage, und zwar, wie lange braucht man denn, um das Puzzle zu bauen? Das erste Puzzle, was ich gebaut habe, kann ich ganz schlecht bewerten. Das ist während der Konstruktionszeit entstanden. Also da muss ich sagen, 4 Monate muss ich da sagen. Das stimmt natürlich nicht. Also ich habe vermutlich 3-mal so viel gebaut, als ich hätte bauen müssen, bis es mal funktioniert hat. Meine Schätzung wäre, von den Teilen, die ich jetzt schon mal nachgefertigt habe, schätze ich, es sind 2 Wochenenden. Also 3 bis 4 Tage mit Holzleim, sehr großen Tisch. Also wenn Sie alles auf einen Berg werfen, dann brauchen Sie mehr als 2 Tage, um Teile zu sortieren. Also gut ist es schon mal aus dem Laser, das in richtigen Gruppen rauszunehmen, in Tütchen zu sortieren oder sowas. Dann kann man sich die Arbeit ganz angenehm machen, glaube ich. Und die andere Voraussetzung, was ich auch nicht weiß, ob Sie in der Lage sind, meinen Bauplan zu verstehen.
Also vermutlich sollte ich oder einer meiner Kollegen in der Nähe sein, dann geht es wirklich so in 2-3 Tagen. Das wäre dann besser geeignet, genau. Jawohl, dann sind wir gut in der Zeit. Ich kann gerne noch meine Rechnung vorführen, wenn jemand noch was sehen will. Ansonsten, bitte? Division mache ich nicht, nee. Division gebe ich Ihnen dieses Heftlein. Auf etwa Seite 16 bis Seite 18 ist die Division beschrieben. Dann lesen Sie sich's durch und dann machen wir es nachher gemeinsam. Ist das okay? Nee, da vertue ich mich bei der Division. Das ist, fängt man links an. Im Addierwerk fängt man hier vorne an einzutragen und nimmt die Stellen so lange, wie man Stellen hat, normalerweise. Wenn man dann merkt, jetzt bin ich eigentlich am Ende mit einer Stelle, muss man sich ein Komma merken. Man kann dann aber auch weiterrechnen, wenn es nicht aufgeht, dann bleibt noch ein Rest und dann kann ich Nachkommastellen einbauen. Das heißt, also ich bekomme dann tatsächlich 5 oder 6 Nachkommastellen nach der Division auch noch. Also Dezimalsystem funktioniert damit. Jetzt haben wir noch eine Frage auf der linken Seite. Wäre die Maschine skalierbar, weil jetzt geht die natürlich nur bis 1 Million oder sowas? Genau, die Maschine ist hier oben 6-stellig angelegt, hier unten 6-stellig angelegt. Das heißt, wir multiplizieren 2 6-stellige Zahlen, dann müsste ja eine 12-stellige rauskommen. Ja. Schon allein das geht nicht wirklich. Die Maschine ist 100% skalierbar. Sie könnten statt der 6 Walzen hier auch 10, 12, so und so viele Walzen machen. Okay. Der Übertrag läuft immer von einer zur nächsten. Ja. Das ist mechanisch ein bisschen ungeschickt, weil die Überträge alle gleichzeitig klicken müssen. Das ist die Kraft, die ich brauche, um einen richtigen 10-stelligen Übertrag zu machen, ist deutlich mehr als ein 1-stelliger Übertrag. Also falls der Zustand vorkommt, dass Sie irgendwie 300.999 haben, dann plus 1, dann müssen sich 6 Räder gleichzeitig bewegen. Das ist ein Konstruktionsnachteil der Maschine. Ist nicht schlimm, wenn man es weiß und es geht schwer, greife ich halt mit der Hand rein und helfe noch ein bisschen nach auf dem nächsten Rad, dann kriege ich es mit 2 Händen gut gemacht. Wir haben das in den späteren Nachbauten gehabt. Pascal und Leibniz haben ihre Maschinen, glaube ich, 12- und 16-stellig gebaut, also richtig breite Maschinen. Und da sieht man auch, die Überträge sind dort anders gelöst. Da gibt es einen Zwischenübertrag, der so ein halbes Bit sich speichert und dann in einem späteren Schritt wird der dann weitergekettet. Das heißt, dass die mechanischen Probleme durch die Skalierung sind dann auch komplett weg. Okay. Da ist aber auch besser gelöst, da gibt es am Schluss dann so eine Kurbel, da dreht man einfach und dann macht die Maschine alles selber. Das habe ich halt hier nicht. Ich muss dieses mühsame Übertragen von oben nach unten muss ich halt machen. Ja. Ne? Okay. Genau. Danke. Diese Walzen, sind die eigentlich für die Stellen alle identisch oder, genau, oder haben die jede eigene Lookup-Table sozusagen? Naja, die Multiplikation funktioniert genauso, wenn Sie 10er, 100er und 1er machen. Das ist immer die gleiche Art der Multiplikation. Das heißt, es sind alles gleiche Walzen. Also wenn ich jetzt sage, dass das, ich gebe es Ihnen gerne mal zum Anschauen, dass das ein Puzzle in 500 Teilen ist, das stimmt nur technisch. Ganz, ganz viele Teile sind immer wieder gleich. Das heißt, für die Walzen gibt es diese 10 Stäbchen 6-mal. Und welche Stäbchen, wohin ist es egal, deswegen. So schlimm ist es gar nicht, dass man 500 Teile wirklich korrekt zuordnen muss. Das ist nicht wirklich nötig. Da darf ich mich heute bedanken beim Jürgen für die Vorstellung der Maschine. Für weitere Fragen finden Sie ihn auch dann am FabLab-Stand vom FabLab Nürnberg, direkt oben auf der Bühne. Jawohl, danke. Dankeschön.